Stellt euch das süßeste Baby vor, das ihr je getroffen habt. Dann stellt euch jemand vor, der 10-mal süßer ist. Das war ich, Lila Ray Johnson, das bezauberndste Baby, das je gelebt hat. Ich habe die Bilder. Wow, ihre Tochter ist so perfekt. Wie kann sie so makellos sein? Ich weiß noch, wie ein Reporter meine Mutter das fragte. Ich war 7 Jahre alt und es war, als würde ich jeden Tag schöner werden. Ich gebe nicht an, also bitte hasst mich nicht. Ich sag nur die Wahrheit. Schaut weiter, um zu sehen, wie ich mich von einer totalen Schönheit in etwas verwandelte, das man nicht mal als Frosch bezeichnen würde. Wie auch immer, warum meine Mutter in den Nachrichten? Nun, ihr gehört einer der erfolgreichsten Kosmetikläden der Welt. Sie ist Milliardärin und wir haben so viel Geld, dass wir damit wahrscheinlich ein paar tausend Swimmingpools füllen könnten. Du fragst dich wahrscheinlich auch, was mit meinem Vater ist, oder? Aber meine Mutter, ihre erste Milliarde Dollar, sie war Single und lebte allein. Ihr wurde klar, dass sie niemanden haben würde, dem sie ihr Vermögen vererben könnte. Also hatte sie eine glänzende Idee, zu einer Samenbank zu gehen. Man gab ihr einen Katalog von Männern mit verschiedenen Eigenschaften. Aber sie wollte sie nicht treffen. Als ich 5 war, bekam ich einen Wutanfall und wollte wissen, wer mein Vater war. Das war zwar gegen die Richtlinien der Samenbank, aber mit Geld kann man fast alles im Leben erreichen. Meine Mutter zahlte einfach ein paar Millionen und ehe ich mich versah, war ich bei meinem Vater und aß mit seiner Familie zu Abend. Seine Frau war nicht gerade erfreut, uns zu sehen. Und seine Kinder sahen mich an, als wäre ich ein Alien. Ich spreche jetzt auch nochmal mit ihm, aber wir haben eine sehr seltsame Beziehung. Versteht mich nicht falsch, ich war nicht traurig oder so. Ich hatte Zimmer voller Spielzeug und meine Mutter kaufte mir immer alles, was ich mir wünschte, sodass ich keine Zeit hatte, über meinen Vater und seine seltsame Familie nachzudenken. Außerdem waren sie ganz normale Leute in einem ganz normalen Haus. Ich hatte ein einfaches Leben, als ich aufwuchs. In der Schule war ich eins der beliebtesten Mädchen, weil ich süß und reich war. Jeder wollte mit mir befreundet sein und glaub mir, das hatte auch seine Vorteile. Epische Übernachtung, Nachmittage in unserem Heimkino, Poolpartys und coole Sachen für alle. Abgesehen von meinem tollen sozialen Leben war ich Teil einer großen Tanzgruppe und liebte Gymnastik. Ich übte jeden Tag in meinem Gymnastikraum mit meinem Personal Trainer. Er sah viel Potenzial in mir und sagte meiner Mutter, dass ich es wahrscheinlich zu den Olympischen Spielen schaffen könnte. Aber natürlich nur unter den Umständen, dass ich konsequent wäre. Als ich in der Mittelschule war, fing mein Leben an, sich ein wenig zu verschlechtern. Es gab da ein neues Mädchen namens Sarah. Sie hielt sich für was Besseres, weil ihr Vater der Geschäftsführer eines großen Unternehmens war und sie auch Milliardäre waren, die in unserer perfekten Nachbarschaft wohnten. Wow. Sie sah für ihr Alter sehr entwickelt aus und alle Jungs starrten sie an, weil sie die erste war, die Brüste hatte. Ich musste die ganze Zeit Taschentücher reinstopfen. Das war so frustrierend. Dann kam sie eines Tages geschminkt in die Schule. Oh ja, das war natürlich der neue Trend. Und alle Mädchen wollten das auch. Natürlich musste ich sie dabei schlagen, denn für wen hält sie sich eigentlich? Ich war hier der Boss. An diesem Abend durchsuchte ich die Sachen meiner Mutter und nahm ein paar Lippenstifte, Lidschatten und Eyeliner mit. Ich versteckte mich in meinem Zimmer, um zu üben. Aber alles, was ich tat, ließ mich wie ein Clown aussehen. Gerade als ich mich bemühte, mein Gesicht zu säubern, öffnete meine Mutter die Tür und erschrak. Lila, was machst du denn da? Ich probiere dein Make-up an. Sarah trägt es jetzt in der Schule und alle werden erwarten, dass ich es auch trage. Du darfst dich nicht schminken und schau, was du gemacht hast. Du hast eine Sauerei gemacht. Du bist zu jung dafür. Gib mir all meine Sachen zurück. Wütend schnappte sie sich die ganze Schminke, die ich aus dem Zimmer genommen hatte, und lief davon. Ich hatte sie noch nie so wütend gesehen. Und es gab für mich überhaupt keinen Sinn. Ihr gehörte die Make-up-Firma, um Himmels Willen, und ich war süß. Sollte ich nicht schon längst in ihrer Werbung sein? Es machte keinen Sinn. Als sie endlich damit fertig war, wütend auf mich zu sein, fragte ich sie, ob sie mir das neueste, schicke Gerät kaufen würde, damit ich es in die Schule mitbringen konnte, um Sarah neidisch zu machen. Wir gingen an diesem Abend ins Einkaufszentrum und kauften es. Und im Handumdrehen hatten alle Sarah und ihr dummes Make-up vergessen. Ich dachte erst wieder an den Vorfall mit dem Clown, als ich mit meinem Team an einem Tanzwettbewerb teilnahm.
Wir traten gegen alle Tanzgruppen in unserem Bundesland an und hatten monatelang geübt. Als der Tag endlich gekommen war, zogen wir alle die gleichen Outfits an. Dann sagte meine Tanzlehrerin: Mädels, ich weiß, dass wir das normalerweise nicht machen, aber ihr werdet älter und das Publikum wird auch älter. Wir haben eine Visagistin engagiert, die euch schminken wird. Alle fingen an zu jubeln, weil sie wussten, dass wir fantastisch aussehen würden. Es war eine Sache, als Kind mit Make-up zu experimentieren und auszusehen, als wäre man in Plastikfarbe gefallen. Aber es war etwas anderes, wenn ein echter Profi das für einen macht. Ein interessant aussehender Mann betrat den Raum. Wir saßen alle in der Reihe und er schminkte uns einer nach den anderen. Ich war die Letzte, die dran war und es war Zeit, auf die Bühne zu gehen. Beeilung, Laila, schrie meine Tanzlehrerin. Was dann geschah, war völlig unerwartet. Ich tanzte einen Walzer auf der Bühne und das Publikum brach in Gelächter aus. Ich hatte keine Ahnung, was hier los war, also tanzte ich weiter, bis meine Tanzlehrerin auf die Bühne kam und mich herunterzog. Was zum Teufel, Laila? Was? Was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Wovon redest du? Hast du absichtlich versucht, uns zu sabotieren? Jetzt werden wir auf keinen Fall gewinnen. Wie kannst du es wagen, so mit meiner Tochter zu reden? Meine Mutter stürmte in den Raum, warf meiner Lehrerin einen wütenden Blick zu, schnappte mich und verließ den Raum. Als wir ins Auto stiegen, war sie immer noch wütend. Was habe ich dir über Make-up gesagt? Aber Mama, die Lehrerin hat einen Profi geholt, der das gemacht hat, damit wir auf der Bühne alle gleich aussehen. Du darfst dich nicht schminken! Aber ich darf mich doch nicht der Lehrerin widersetzen. Ich soll doch auf die hören. Ich werde dafür sorgen, dass die Hexe gefeuert wird. Ich werde diese Tanzgruppe zerstören. Und wie können sie es wagen, so eine Frechheit, so mit dir zu reden? Hier, wisch dir dein Gesicht ab, sofort. Sie reichte mir ein Tuch und ich wischte mir das Gesicht ab. Aber ich war verwirrt. Wie konnte es sein, dass alle normal aussahen, aber ich wie ein komischer Clown? Ein paar Monate später hatte sich mein Leben ein wenig verändert. Ich ging jetzt in eine andere Tanzschule und machte immer noch Gymnastik. Meine neuen Tanzlehrer waren cool und die Mädchen in der Klasse waren gar nicht so übel. Ich freundete mich sogar mit einigen von ihnen an und wir trafen uns an manchen Wochenenden. Dann verging die Zeit wie im Flug und ich war in der Highschool. Weißt du noch, dass ich in der Mittelschule beliebt war, weil ich reich war? Nun, in der Highschool war das irgendwie anders. Die Mädchen, die hübsch aussahen, wurden von allen anderen bevorzugt, selbst wenn sie in den Wohnwagenparks lebten. Und alle trugen Make-up, aber ich konnte das nicht, weil ich jedes Mal, wenn ich es tat, wie eine totale Sau aussah. Und wisst ihr, was dann passierte? Aknepickel. Alles. Es ist, als ob das Universum dachte, dass meine Kindheit viel zu einfach war. Also beschloss es, mir ein paar Probleme zu schicken. Ich wurde von der perfekten Prinzessin zu einer der hässlichen Schwestern von Aschenputtel und das war schrecklich. Ja, ich könnte einfach nach Hause gehen und mich in Geld wälzen, aber meine Freundschaft ist auch wichtig. Und ich wollte anfangen, mich zu verabreden, aber keiner der Jungs war an mir interessiert. Du musst einfach kreativ sein, sagte eine meiner engsten Freundinnen, Jenna, eines Nachmittags zu mir. Was meinst du damit? Nun, du kannst kein Make-up tragen. Im echten Leben. Ja, und? Filter! Du meinst, wie auf Instagram und Snapchat? Genau! Dann überzeugst du die Jungs mit deiner charmanten Persönlichkeit. Wenn sie sich dann endlich persönlich mit dir treffen, ist es ihnen egal, wie du aussiehst, weil du sie schon überzeugt hast. Und das mit deiner Persönlichkeit. Ich denke, ich könnte es versuchen. Und das tat ich auch. In dieser Nacht machte ich Millionen von Selfies in verschiedenen Outfits und benutzte eine Reihe von Filtern, die es so aussehen ließen, als würde ich Make-up tragen. Junge, ich sah heiß aus. Dann meldete ich mich auf einer Teenager-Dating-Website und bekam in den ersten Stunden ein paar hundert Likes. Viele dieser Jungs waren langweilig, aber dann fing ich an, mit einem Typen namens Kendall zu reden. Wir unterhielten uns ein paar Wochen lang und ich fing an, ihn sehr zu mögen. Er sah nicht nur gut aus, sondern war auch noch intelligent. Er spielte Klavier und half an den Wochenenden gerne im Obdachlosenheim. Das ist nichts, was ich jemals tun würde, aber ich bewundere Leute, die das tun. Eines Tages beschloss er, sich mit mir zu verabreden und ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Soll ich hingehen? Fragte ich Jenna. Aber natürlich, das ist genau das, worüber wir gesprochen haben.
Also, glaubst du, er mag dich? Nun ja, er hat mich gefragt, ob ich mit ihm ausgehe, also denke ich ja. Dann hast du ihn offensichtlich für dich gewonnen. Dann ist es ihm egal, wie du aussiehst. Wir beschlossen, uns an einem Samstag in der Nähe eines beliebten Ortes in unserer Stadt zu treffen. Er liegt in der Nähe eines Sees und ist landschaftlich sehr reizvoll und romantisch. Ich sah den Enten zu, als ich wartete, und dann spürte ich ein Klopfen auf meiner Schulter. Lila? Hi, Kendall! Oh, wow! Du siehst anders aus. Bist du krank oder so? Hast du eine Erkältung? Ich könnte dir eine Suppe vorbeibringen. Ich senkte meinen Kopf. Hey, tut mir leid, das habe ich nicht böse gemeint. Komm, wir gehen ein bisschen spazieren. Ich stand auf und wir spazierten um den See und unterhielten uns eine Weile. Aber ich fühlte mich so unwohl. Ich hatte das Gefühl, dass er über meine Akne und alles, was mit meinem Gesicht nicht stimmte, urteilte. Aber am Ende der Verabredung begleitete er mich nach Hause und wisst ihr, was er tat? Er küsste mich auf die Lippen. Wow, das war mein erster Kuss und es war berauschend. Aber weißt du was noch? Ich habe versucht, ihm in dieser Nacht eine Nachricht zu schicken, aber sie wurde nicht weitergeleitet. Ich habe versucht, ihn anzurufen und er hat mich abgenommen. Nach einer Woche wurde mir klar, dass er mich definitiv geghostet hatte und ich begann, mich wieder schrecklich zu fühlen. Warum war das Aussehen so wichtig? Ich war doch nicht so hässlich, oder? Habe ich den Kerl vergrault? Ich war so deprimiert, dass ich eines Tages mit meinem Skizzenblock zurück an den See ging. Ich setzte mich auf dieselbe Bank und beschloss, die Enten zu skizzieren. Ja, die gleichen dummen Enten. Ich war gerade dabei, mich wieder ein bisschen fröhlich zu fühlen, als sich ein fremder Mann mit einem Hund neben mich setzte. Wow, du kannst das wirklich gut. Was denn? Zeichnen? Du hast die Schönheit der Enten perfekt eingefangen. Ich würde es nicht Schönheit nennen, aber danke, danke. Ich lächelte und er stellte sich als Roland vor. Sein Hund hieß Jonas und er war so niedlich. Wir unterhielten uns eine ganze Weile und er fragte mich nach meiner Nummer. Ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber wir fingen an zu reden. Sehr viel. Und nach ein paar Monaten fragte er mich, ob ich seine Freundin sein will. Ich war dankbar, dass ich endlich jemanden gefunden hatte, der mich nicht nach meinem Aussehen beurteilte, sondern natürlich meine Persönlichkeit liebte und meinen Charme. Ich beschloss, ihn eines Abends mit nach Hause zu nehmen, um meine Mutter kennenzulernen, aber es sollte eine Überraschung werden. Ich bat den Koch, sein Lieblingsessen zu kochen. Wir gingen an diesem Abend von einem See zu meinem Haus und als wir dort ankamen, versuchte ich, die Tür zu öffnen, aber es ging nicht. Oh nein, ich hoffe, sie hat keine Besprechung. Ich habe ihr nicht gesagt, dass du kommst. Oh nein, was machen wir? Was? Ach komm schon, sie ist cool. Ich wollte, dass es eine Überraschung ist. Sie beißt nicht, keine Sorge. Ich klopfte an die Tür, aber es kam keine Antwort. Ich ging zu einem der Fenster und konnte meine Mutter am Telefon hören. Normalerweise hörte ich ihren Gesprächen nicht zu, aber als ich meinen Namen hörte, wurde ich neugierig. Lila kann sich immer noch nicht schminken, aber ich mache mir Sorgen, dass die Formel bald aufgebraucht ist. Kannst du es fertig haben? Ja, aber wie soll ich das machen? Ich kann es ihr ja nicht ins Gesicht spritzen, während sie schläft. Sie würde aufwachen. Oh, diese neue Formel kann man ins Essen mischen? Das ist ja großartig. Technologischer Fortschritt. Du bist der Beste, James. Dann legte sie auf. Mom, wovon redest du? Schrie ich von draußen, während mein Freund sie verwirrt anstarrte. Wie viel hast du denn gehört? Fragte sie. Sie kam zur Haustür und öffnete sie. Alles. Welche Formel? Wovon hast du gesprochen, hä? Sie schwieg. Sag es mir. Es tut mir leid, Lila. Du wirst mich wahrscheinlich dafür hassen, aber als Inhaberin einer Make-up-Firma habe ich gesehen, welchen Schaden das bei Frauen anrichtet. Sie glauben, sie brauchen es, um schön zu sein und vergessen dabei ihre eigene innere Schönheit. Ich wollte nicht, dass du so wirst wie sie. Also habe ich bei deiner Geburt eine Formel auf dein Gesicht aufgetragen, die dich resistent gegen Make-up macht. Aber jetzt lässt es nach. Du schmierst mir kein Zeug mehr ins Gesicht. Du bist eine verrückte Frau. Nachdem ich das alles miterlebt hatte, überzeugte mich Roland, dass ich sowieso kein Make-up brauchte, weil er mich für schön und perfekt hält. Er ist süß, aber das ändert nichts daran, wie ich mich jetzt meiner Mutter gegenüber fühlte. Im Moment bin ich sehr vorsichtig und warte nur auf den Tag, an dem ich endlich ausziehen kann und weit weg von ihr leben kann. Ich konnte nicht glauben, dass sie es war.